Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Adventure Doppelpunkt Psy Folge 30, das Mega Digimon Wargreymon. Ich weiß, dass Digimon Adventure und Wargreymon im deutschen Raum sehr beliebt sind. Und in der Tat, Wargreymon ist auch ein Digimon, das ich sehr gerne mag, aber diese Folge war mit Abstand die dämlichste Folge in allen Digimon-Staffeln, in der jemals ein Digimon zum Mega-Level digitiert ist. Das war so unspektakulär, so uneindrucksvoll, das war so langweilig, so lahm, einfach so, ja, machen wir mal. Ich meine, das bleibt einem doch nicht in Erinnerung. Und gerade diese Folge zeigt so wunderbar, was Digimon Adventure Psy eigentlich ist. Taichi, 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 Agumon und nochmal Taichi, weil, seien wir mal ehrlich, Agumon ist hier einfach nur ein dummes Viech, das immer nur sagt, Taichi, ich hab Hunger, Taichi, geht's dir gut, Shinka, Shinka, Attacken und das war's. Der hat hier überhaupt keinen Charakter und Taichi hat eigentlich auch nicht wirklich Charakter. Los, wir kämpfen, kämpfen, kämpfen und wenn wir halt tot sind, egal, wir stehen dann nach 2 Sekunden wieder auf und haben wieder volle Power. Ja, gut. Und meine Erwartungen an diesem Anime sind wirklich total niedrig und ich habe jetzt auch wieder keine Erwartungen gehabt, weil ich ja wusste, dass ja Taichi hier vorkommen wird. Aber ich habe gedacht und gehofft, dass vielleicht Metallgreymon eine nette Digitationsszene bekommt und dass wir auch einen netten Auslöser bekommen, aber naja, da habe ich wahrscheinlich auch schon zu viel erwartet. Also mein erstes Problem habe ich mit einer gewissen Animation. Ich rede nicht vom Hintergrund, ich rede auch nicht von den Charakteren. Und naja, es ist eine Toy-Animation-Serie und bei Digimon gab es immer schon Folgen, die waren gut, geht so oder schlecht animiert. Nein, mein Problem ist hier gezielt Metallgreymon. Denn wenn Metallgreymon vorkommt, sieht das Digimon natürlich teilweise, was heißt teilweise, also eigentlich immer, sehr ordentlich gezeichnet aus. Immer ziemlich cool und das Metall glänzt und ich habe ja auch eigentlich nicht so wirklich irgendwas, wo ich mich beschwere, aber wenn andere Digimon vorkommen, beispielsweise Garudamon oder Veragarurumon, stimmen die Proportionen nicht oder die Farben nicht oder sie sind absolut hässlich gezeichnet. So laut Motto, scheiß auf die, die mag sowieso keiner und die soll auch keiner mögen, Hauptsache es Metallgreymon ist cool. Die Folge begann dann natürlich sofort mit einem Kampf. Ich meine zwar, dass sie am Ende der letzten Folge eigentlich die Digimon besiegt hatten und ein bisschen Luft hatten, aber gut. Garudamon musste es mit 4 Megadramon aufnehmen und wurde dann auch festgehalten, hat aber, wie auch immer, dann Shadowwing einsetzen können. Sora hat natürlich nichts von der Attacke abbekommen und es hat die 4 Megadramon besiegt. Das fand ich zwar cool, es war daraufhin aber geschwächt und ist natürlich zu Biomon zurückdigitiert, weil es ja nicht Greymon ist, klar. So, und was mich auch an diesen Kämpfen stört, es ist langweilig. Ich meine, laut Kartenspiel und anderen Spielen und manchmal auch laut Profil können die Digimon mehr als nur eine Attacke. Ich fand's gut, dass in der letzten Folge Garudamon auch mal so ein bisschen mit der Faust zugeschlagen hat, aber mein Gott, das passiert einmal, wenn überhaupt, und dann ist wieder nur Sense. Dann kommt immer nur die Standardattacke. Und das Schlimme ist, wir wissen ja, dass zumindest Tsudomon, Lilimon und Veragarurumon auch schon in Digimon Adventure ihre zweiten Attacken eingesetzt haben. Nö, Metallgreymon bekommt neue, Metallgreymon darf seine zweite und dritte Attacke einsetzen oder so und die anderen immer nur das gleiche. Das ist langweilig und zeigt wieder, scheiß auf die anderen, Hauptsache Metallgreymon. Aber es kommt noch besser. Auf einmal war in dieser Folge ein Vegimon, das auf einem Alumon saß und die offenbar angeführt hat. Hä? Ich meine, das ist ein Pflanzendigimon. Müsste es nicht theoretisch in diesem Dschungel leben? Warum gibt es denen Befehle? Und es hatte nicht mal einen Charakter und nicht mal eine Stimme. Es hat nur dämliche, behinderte Geräusche gemacht und sah die meiste Zeit aus wie ein Scheißhaufen. Und mein Gott, das ist ein Pflanzendigimon und das ist nicht Sukamon. Sukamon ist der Scheißhaufen, aber nicht Vegimon. Und deswegen, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das war nur wieder dieses, ja, in Digimon Adventure kam auch mal ein Vegimon vor und das war böse. Dann ist das jetzt so, dass es hier auch vorkommt und auch böse ist. Hä? Muss ich nicht verstehen. Naja, sie haben sich dann halt eben Gedanken gemacht, dass sie ja, also weil ein Woodmon meinte, dass sie ja über diesen Berg gehen könnten und so. Und ja, ich fand gut, dass Sora meinte, es wäre ja am besten, wenn sie mit Garudamon über diesen Berg rüberfliegen würden. Aber das würde sie ja auch irgendwie zur Zielscheibe machen. Gut, fand ich in Ordnung und ich habe gedacht, okay, eigentlich ist ja Sora jetzt da. Vielleicht wird es ja doch nicht so eine Taichi-Alleingang-Folge. Ha, Pustekuchen. Ja, da ja Metallgreymon immer noch Metallgreymon war, weil der hat ja keinen Hunger und der muss sich nie ausruhen, hat Taichi natürlich gesagt, Sora, du beschützt die anderen und ihr geht vor. Ich werde dagegen die Gegner ablenken und wir kommen dann nach. Also wieder dieses typische, ja, ich bin der Hauptcharakter und es dreht sich alles in diesem Anime um mich und deswegen ich mach das und du verpiss dich mal. Du bist nicht cool genug, dich braucht keiner. Und dann tauchte Parrotmon auf. Und Metallgreymon konnte auf einmal Feuer aus seinem Maul schießen. Das Problem ist nicht, dass es das kann, weil das kann es tatsächlich, aber da haben wir es wieder. Metallgreymon darf andere und neue Attacken haben und die anderen nur Standardattacken. So, und Parrotmon, ja, Taichi machte sich Gedanken, weil er ein Ultra-Level ist. Warum? Metallgreymon ist auch ein Ultra. Aber natürlich konnte Parrotmon das Metall zerstören und er konnte dann mit einem Blitz Metallgreymon schocken. Taichi, der auf dessen Kopf saß, hat natürlich nichts groß davon abbekommen. Und obwohl es überlegen war, wurde es von einem Blitz getroffen und digitierte zu Crossmon. Weil?
Ja, ist halt so. Ja, dann hat es angegriffen, da war ein riesengroßer Krater und Taichi und Agumon lagen dort K.O. drinne. Und Crosswhan ist dann weggeflogen. Und ich verstehe nicht, warum? Warum hat sie nicht getötet? Ich meine, ja gut, die wurden von dem Licht gerettet. Okay, aber dann lagen die doch da. Warum nimmt Crosswhan die nicht mit? Warum tötet Crosswhan die nicht? Warum greift Crosswhan nicht weiter den Wald an, den es zerstören soll? Warum ist es weggeflogen? Was hat es überhaupt gemacht? Ja gut, Taichi meinte, dass es zu Sora und den anderen fliegen wird, aber wenn es so groß und stark ist, warum ist es dann da nicht hingekommen? Ich meine, Biomon war Biomon. Es ist nicht Garudamon geworden, die sind da hingelaufen. Also von daher, es war einfach dämlich. Hey, aber in Sachen Dämlichkeit, man hat ganz kurz einen Szenenwechsel zu Hikari gesehen, die nicht geweint hatte, keine Angst hatte und nur Izzy gefragt hat, wo wir hier sind. Ja, toll. Taichi und Agumon lagen dann da rum, haben sich unterhalten und auf einmal konnte sich Taichi natürlich wieder daran erinnern, was passiert war, als er gefressen wurde und wegen Wargreymon. Weil Plot, weil Wargreymon ja jetzt hier auch auftaucht. So, sie sind dann natürlich aufgestanden, also erst hat Taichi Agumon noch getragen und dann waren da wieder die Gegner und auf einmal hatten sie wieder Power. Sie haben gesagt, egal wie oft sie geschlagen werden, sie stehen immer wieder auf und schmeißen sich ins Getümmel. Keine Charakterentwicklung, keine Angst, keine Strategie, einfach drauf los. Agumon ist dann sofort wieder zu Greymon und Metallgreymon digitiert und hatte auf einmal keine Probleme mit den Alomon, hat die alle erledigt, er konnte kurz mit Crossmon mithalten, weil er auch die ganze Zeit über geleuchtet hat, wurde dann aber von ihm angegriffen und stand da erstmal rum. Und dann... Ja, und dann stand Taichi einfach nur da, das Digibeiß leuchtete und er fragte, ob Metallgreymon noch kämpfen könnte. Dieser sagt ja und er digitiert. Hä? Das war's. So richtig stumpfsinnig. Keine Charakterentwicklung, keine Emotionalität, keine gefährlichen Momente, gar nichts. Einfach so geht jetzt so. Ich meine, ja, wow, er hat vorher noch ein bisschen an die anderen gedacht und wir haben die ganzen Kämpfe gesehen, die er mit Agumon, Greymon und Metallgreymon bestritten hat. Aber da die beiden immer vorkommen, ist das langweilig. Und da würde ich nicht sagen, oh, das fühlt sich an wie damals, sondern man hat das Gefühl, ja, das fühlt sich an wie gestern. Ne? Also nicht so wie eine längere Zeit, sondern einfach wie ist eben schon passiert, weil sie immer da sind. Ja, dann ist er halt zu Wargreymon digitiert. Die Digitation sah jetzt auch nicht wirklich berauschend aus. Ich habe mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr vorgestellt. Sie hätte auch computeranimiert sein können, wie damals in Adventure. Ja, und dann war da Wargreymon, der in der Tat natürlich gut animiert war. Der Shinka-Song wurde ein bisschen zu früh angesetzt. Also er hat zu früh gesungen, bevor die Digitation überhaupt vorbei war. Der Song selber ging. Ich finde aber vergleichsweise zu den anderen beiden klingt er ein bisschen lascher. Ja, und... Ich meine, Wargreymon setzt da nur eine Gaia-Force ein, natürlich wahnsinnig übertrieben groß, und besiegt Crossmon. Es war also nicht mal ein spannender oder cooler Kampf. Und ja, Taichi hat natürlich nichts von der Attacke abbekommen und klebt da an Wargreymons Haar. Wargreymon war sowieso irgendwie erstaunlich groß. Und dann fliegt er zu Sora und die Folge ist vorbei. Also nicht mal irgendwie, dass sie geredet haben oder sonst irgendwas. Klar, kommt wahrscheinlich in der nächsten Folge für 5 Minuten, denn freut euch drauf, in der nächsten Folge geht's immer noch um Taichi. Ja, schon... Millenniumon soll schon auftauchen und Taichi ist natürlich dabei, weil, ja, warum sind denn die anderen getrennt? Weil ich dachte, dass wir auch mal Folgen von den anderen sehen? Naja, offenbar nicht. Ja, sonst, okay, Metallphantomon taucht auf, kannten wir aber schon in Savers. Reapermon taucht auf, also beziehungsweise im Original heißt es Gokumon, aber Reapermon durch Digimon Rumble Arena werdet ihr es wohl eventuell kennen. Finde ich zwar ganz nett, aber seien wir ehrlich, die werden alle keinen Charakter haben, sie werden alle nicht reden und Metallgreymon beziehungsweise Wargreymon wird sowieso keine Probleme damit haben. Also, was haben wir von dieser Folge? Ich meine, wenn man Wargreymon mag, dann schaut man sich die letzten paar Minuten an. Klar, wenn man Taichi und Agumon-Fan ist und von denen nicht genug bekommen kann, ist die Folge natürlich super. Aber sonst ist die Folge echt scheiße und man kann wieder mal getrost auf sie verzichten. Und wie immer, jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr denn zu der Digitationsszene? Was sagt ihr zu dem Lied? Was sagt ihr zu der Folge an sich? Was hättet ihr besser gemacht? Ich denke mal, da gibt's eine ganze Menge. Ja, und habt ihr denn noch Lust so auf die nächste Folge, wo es wieder um Taichi geht und wahrscheinlich wieder Wargreymon auftauchen wird? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.